Herzlich willkommen zum SFO Play Nationalteam Special Oktober. Und habt ihr schon mal ein Beach-Soccer-Spiel gesehen? Mit all diesen Direktabnahmen und Foulrückzieher. Ich finde, es ist extrem attraktiv zum Zuschauen. Und dann haben wir auch noch eines der weltweit besten Nationalteams mit ein paar von den weltbesten Spielern. Das hier ist das Porträt vom Beach Soccer Rising Star of the Year 2014. Mittlerweile von einem der besten drei Spieler weltweit überhaupt, der mit dem Schweizer Nationalteam den Herbst einen sehr erfolgreichen Herbst erlebt hat. Ich bin Noël Ott, 22, von Wettigen und Schweizer Beachsoccer-Nationalspieler. Meine Faszination zum Beachsoccer ist grundsätzlich, dass es einfach spektakulär ist. Es ist spektakulär für die Zuschauer. Und was natürlich auch ist, du reist mit der Nationalmannschaft, darfst für dein Land vertreten und reist auf der ganzen Welt herum. Fallrückzieher, das ist eine Spezialität von mir. Intuition, ein gutes Stichwort zu dem. Und für mich als Stürmer ist einfach das Wichtigste, den Ball aufnehmen, den Fallrückzieher durchziehen und hoffen, dass er am Schluss im Netz landet. Sehr einen strengen Herbst hatte. Angefangen mit einem riesen Highlight für alle Schweizer Nationalspieler. Wieder mal in der Schweiz vor eigenem Publikum ein Länderspiel zu machen. Gegen die USA. Unglaublich, die Location in Spiez. Super Zuschauer. Super Resultat, wirklich einfach perfekt in Spiez. Dann ist gerade darauf ab, ist Catania gekommen. Auch dort haben wir unsere Spiele gewinnen können und sind zufrieden gewesen, so wie wir abgeschlossen haben. Und dann jetzt natürlich noch in Jesolo mit der Weltmeisterschaftsqualifikation für nächstes Jahr auf den Bahamas, wo wir erfolgreich als zweitbeste Mannschaft von Europa abgeschlossen haben. Sind wir wirklich sehr zufrieden mit dieser ganzen Saison. Und jetzt tun wir uns weiter vorbereiten und hoffen dann, dass wir nächstes Jahr an der WM voll angreifen können. Unser Team. Wir sind sehr glücklich momentan. Es läuft super. Es hat einen kleinen Umbruch gegeben in diesem Jahr. Aber wir haben jetzt eine super Mischung gefunden zwischen Jung und Alt, zwischen Erfahren und Jung und Frech. Und jetzt mit dem Erfolg, mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, bleiben wir dran, bereiten uns vorbereiten für nächstes Jahr und wollen an dieser Weltmeisterschaft voll angreifen.